Tag allerseits, das ist der Freunde fürs Leben Bar Talk mit Stefanie Giesinger. Hi. Schön, dass du immer noch da bist. Wir sind bei Teil 3 angelangt und das ist der Teil, in dem es um Depressionen und mentale Gesundheit geht. Erstmal nochmal vielen Dank, dass du mit dabei bist und überhaupt mit uns über diese Themen sprechen möchtest. Mit denen du auch ganz offen umgehst. Mhm. Also wenn man sich deinen Instagram-Kanal anguckt, dann ist da nicht nur eitel Freude Sonnenschein. Ich erinnere mich spontan an ein Video, das es zum Jahresabschluss 2019 von dir gab, in dem du ganz offen über deine Höhen und Tiefen gesprochen hast. Vielleicht mal ganz, ganz allgemein zum Einstieg die Frage, welche persönlichen Erfahrungen hast du denn mit psychischen Erkrankungen und Suizid bis dato gemacht? Ach, wir hatten in der Familie einen Suizidfall und einige Familienmitglieder haben Depressionen und ich hatte Depressionen. Ziemlich heftige und auch ziemlich lang und habe auch Antidepressiva genommen und ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, das mich schon immer seit fast meiner Geburt verfolgt. Wie lange ist das bei dir hier, dass du... Gar nicht so lange her, ja. Ein paar Monate tatsächlich. Erst, ich würde sagen, so seit November kann ich mich auch wieder selbst erkennen und habe auch erst im November aufgehört, Antidepressiva zu nehmen. Und das ist echt, das verändert einen komplett, muss ich sagen. Du hast auch eine Therapie gemacht? Mhm. Ja. Klar. Und kannst du uns mal beschreiben, wie sich die ganze Sache bei dir entwickelt hat? Also du hast erst was bemerkt bei dir? Mhm. Konntest du sofort einsortieren, was das ist? Nee. Ich glaube, es fing an mit Schlafstörungen. Ich konnte nicht schlafen, wochenlang. Auch mit Schlaftabletten konnte ich einfach nicht einschlafen. Und hatte immer so viel Chaos in meinem Kopf. Konnte mich nicht konzentrieren. Irgendwann konnte ich wirklich noch nicht mal eine Seite im Buch lesen, weil meine Konzentration immer wegging. Und so hat das bei mir angefangen. Und irgendwann kam es dazu, dass ich sehr oft geweint habe, sehr negativ war, mir gegenüber auch. Und auch sehr negative Glaubenssätze mir gegenüber in meinem Kopf hatte. Und ja, es wurde halt irgendwie immer schlimmer. Ich habe es aber auch nicht eingesehen, mal Stopp zu machen und weniger zu arbeiten, sondern habe im Flieger dann geweint, bin zum Job, habe meine Rolle erledigt als haha, ja, hier ist Steffi. Und bin dann wieder im Flieger und habe geweint. Und das habe ich dann einige Monate so durchgezogen, bis es dann wirklich gar nicht mehr ging und ich auch gar nicht mehr aus dem Bett kam und den ganzen Tag auch nur noch im Bett lag, an die Decken gestarrt habe und so geweint habe. Und dann kamen die Menschen, die mir nahestehen, ins Spiel und haben mir geholfen, Hilfe zu finden. Kannst du dich noch erinnern, wie dieser Übergang war von Scheiße, was ist da gerade los mit mir, bis zu, ah, ich glaube, ich ahne, was hier los ist? Ich muss sagen, mein Gedächtnis ist so schlecht, ich kann mich so schlecht daran erinnern, was überhaupt alles passiert ist. Für mich ist es so ein dunkles Loch einfach von damals. Was ziemlich typisch ist eigentlich, ne? Ja, stimmt. Aber ich kann mich nur daran erinnern, dass ich immer super verwirrt war und ich hatte auch enorme Suizidgedanken und auch sehr realistische Suizidgedanken. Und das war für mich auch so der Punkt, wo ich gemerkt habe, so geht das nicht weiter. Das macht mir eigentlich auch jetzt selbst Angst. Und zum Glück habe ich meinen Freund, der oft bei mir war, als es mir auch schlecht ging. Und der hat mir echt viel geholfen, aber er wusste halt auch nicht, wie. Ja. Wie hilft man einer Person, die einfach dann irgendwann mal auch gar nichts mehr fühlt? Mhm. Als ich fertig war mit Weinen und traurig sein und negativen Gefühlen, habe ich einfach gar nichts mehr gespürt. Ich hatte wirklich kein Gefühl in mir. Und habe auch so das Bett unter mir gar nicht mehr gefühlt. Ich war einfach nur noch da und wollte aber gar nicht mehr da sein. Und das war extrem schwer, nicht nur für mich, sondern auch für alle Menschen um mich herum. Dann kam die bewusste Entscheidung und auch die Notwendigkeit, eine Therapie zu machen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Kannst du uns mal so exemplarisch ein paar Inhalte aus der Therapie sagen? Wo hat man bei dir angesetzt? Als allererstes wurde mir gesagt, ich muss Antidepressiva nehmen und ich war so dagegen. Ich wollte das auf gar keinen Fall. Aber dann kamen drei weitere Ärzte und haben mich echt nochmal beruhigt und haben gesagt, das ist jetzt nicht die Welt und versuch es einfach mal, fang ganz klein an. Und das hat mir auch echt viel geholfen, muss ich sagen. Ich habe es aber die ganze Zeit so sehr gehasst. Ich habe es so gehasst, diese Chemie zu nehmen. Aber anyway, in der Therapie wurde mir oft gesagt, dass ich einfach das so hinnehmen soll. Und erstmal, weil ich habe immer das Problem, dass ich mich selbst stark hinterfrage. Und ich sage immer, ich habe aber alles. Ich habe doch alles, was ich wollte. Wieso bin ich jetzt traurig und wurde dann immer noch böse auf mich? Und das hat mir echt geholfen, das einfach so hinzunehmen und das auch so ein bisschen von mir zu distanzieren und zu sagen, ah, okay, da ist sie wieder. Die tolle Depression. Na hallo. Eigentlich wie eine Person zu sehen. Ah ja, okay, du besuchst mich wieder. Alles klar. Na, wie lange bleibst du? Also vielleicht wie so eine kleine toxische Beziehung auch, wie mit Social Media. Und generell einfach reden. Und es ist, ich glaube, bei fast allen Menschen ist in der Kindheit mal was passiert, was einen auch lange beschäftigt und stark prägt. Und das alles mal aufzuarbeiten, war sehr, sehr viel. Und ich bin auch noch immer noch nicht fertig damit, aber es ist bitterlich nötig. Kannst du sagen, dass es dir jetzt gut geht? Also gut, gut? Ich glaube, mir geht es ganz gut, aber ich merke, ich verspreche mich oft, ich kann mich nicht richtig konzentrieren, ich finde nicht die richtigen Worte. Und es kann sein, dass es einfach noch ein bisschen dauert, bis ich mich wirklich auch selbst wieder finde und mich auch wieder fange. Aber ich merke schon, dass ich nervös bin und ängstlich bin und Angst habe, das Falsche zu sagen und nicht so losgelöst einfach ich sein kann. Und ich glaube, dass es schon noch ein kleiner Side-Effekt von der Depression ist. Spürst du auch so diese diffuse Angst, die man dann immer hat, wenn man eigentlich zumindest theoretisch geheilt ist erstmal und weiß, man ist jetzt irgendwie aus der Depression raus, in Ansätzen zumindest. Und dann hat man aber einen Tag, an dem man sich richtig beschissen fühlt und hat sofort wieder Panik, dass das jetzt die nächsten Monate oder noch länger wieder so bleibt. Ja, vor allem ist es ja manchmal auch hormonell bedingt, dass man mal einen schlechten Tag hat. Und da habe ich auch sofort wieder Angst. Oh Gott, jetzt werde ich da wieder in diesen dunklen Tunnel reingezogen und dann wird es wieder ganz schlimm. Und ich glaube, ich habe es aber geschafft, mich von diesen Ängsten so ein bisschen zu befreien und das einfach hinzunehmen. Und wenn ich schlecht drauf bin, dann nehme ich es einfach hin und zerdenke es nicht. Und das hilft schon ein bisschen. Man muss ja vor dem Hintergrund auch auf dem Schirm haben, dass du extrem in der Öffentlichkeit stehst und da natürlich einer Menge Dingen ausgesetzt bist. Also klar, du kriegst viel Props von allen Seiten und die Menschen lieben dich, aber auf der anderen Seite stehst du natürlich auch unter einem extrem großen Druck, ne? Was glaubst du denn, inwiefern dein Beruf damit zu tun hatte, mit der Episode? Ich glaube, es ist so schwer für einen Menschen nachzuvollziehen, der nicht in der Öffentlichkeit steht, wie es ist, irgendwo zu sein, wo du von Menschen umgeben bist und vielleicht auch auf einer Bühne stehst und es immer laut um dich herum ist und du immer einen Zuspruch bekommst, du aber nach Hause kommst und das selbst gar nicht richtig empfindest. Du sitzt dann in der leeren Wohnung, die komplett still ist und findest dich selbst eigentlich total scheiße und dieser Kontrast ist enorm schwer. Und generell ist es natürlich auch wirklich ein großer Druck, immer das Richtige zu machen, vor allem weil man auch eine Verantwortung hat als Vorbild. Und dem immer gerecht zu werden, ist super schwer, vor allem wenn man in der Phase ist, wo man erwachsen wird und sich selbst kennenlernt und vielleicht auch mal Scheiße baut. Aber ich glaube, das hatte auch so ein bisschen reingespielt, dass ich mir einfach enorm krassen Druck gemacht habe. Und dann ist es halt auch so, dass man bei Social Media das natürlich alles nicht steuern kann. Ne? Also du hast, wie wir im ersten Teil auch schon festgestellt haben, du bist eben sehr authentisch und holst deine Follower in ganz viel rein, was dein Leben betrifft.
Das macht dich natürlich aber auch sehr, sehr angreifbar, ne? Hast du das an irgendeinem Punkt bereut, dass du die Menschen so sehr teilhaben lässt an deinem Leben? Ich habe es nicht wirklich bereut, ehrlich und authentisch zu sein, weil das ist auch etwas, das gehört zu mir und so bin ich. Und von Anfang an war mir klar, ich versuche jetzt nicht irgendwie eine andere Person zu sein nach außen hin, sondern das bin einfach ich in der Öffentlichkeit. Und ich versuche nicht, mein Leben schöner darzustellen, als es ist. Vor allem, weil ich auch die Verpflichtung sehe, den Menschen, die mich als Vorbild sehen, zu zeigen, mir geht es halt auch manchmal scheiße und ich bin auch nur ein Mensch und ich bin kein Superhero, sondern bin einfach nur eine ganz normale Frau und das ist ganz egal, ob man jetzt in der Öffentlichkeit steht oder nicht. Ich habe ziemlich ähnliche Probleme. Deswegen habe ich es nie bereut, aber sich mit der Kritik auseinanderzusetzen ist echt nicht so leicht. Vor allem, wenn man dann in einer depressiven Phase ist und sich eh schon total kacke findet und schon eh an dem eigenen Sein zweifelt und eigentlich nicht mehr leben will und dann nur negative Dinge liest, ist es extrem schwer. Ist es so, dass du dir die negativen Dinge mehr zu Herzen nimmst als die positiven? Ich glaube, wir Menschen neigen dazu, das so zu machen. Ich glaube, das liegt in unserer Natur. Es ist halt wirklich auch, aber auch eine schreiende Ungerechtigkeit, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel das Projekt in Malawi als Beispiel nimmt, so, da fährst du hin und in der Kooperation mit Lyca werden Projekte finanziert vor Ort. Also im Prinzip passiert da nur Gutes. Und dann begleitest du diese Aktion auf deinem Insta-Kanal und kriegst halt Dresche. Ja, aber ich muss sagen, da zu Recht, weil es war eigentlich in meiner Verantwortung, mich darauf vorzubereiten. Und dadurch, dass ich mich in die Öffentlichkeit oder so nach außen hin so in den Vordergrund gestellt habe, habe ich halt wirklich Machtstrukturen produziert, die extrem rassistisch sind. Und dementsprechend war es auf jeden Fall auch ein Shitstorm, den ich verdient habe. Natürlich war es immer noch scheiße für mich, aber ich war nicht das Opfer in der Rolle und ich habe da auch definitiv nicht das Recht dazu, mich selbst irgendwie so bemitleiden zu lassen, sondern ich musste die Kritik annehmen und ich habe mich damit auch echt extrem auseinandergesetzt. Ehrt dich sehr, dass du da so selbstkritisch bist. In der Sache ist es doch aber gut gewesen, was du da machst. Also das ist halt immer so ein ganz diffiziles Zusammenspiel, weil auf der einen Seite, klar kann man immer sagen, ich spende da Geld, keiner kriegt's mit. Aber man sollte halt nicht unterschätzen, was deine Öffentlichkeit da auch nochmal zusätzlich bewegen kann. Also das ist ja jetzt auch nicht für dich, um besser dazustehen, sondern eben um eine gewisse Öffentlichkeit zu generieren, die für solche Projekte ja förderlich ist. Definitiv, ja, aber ich glaube, meine Kommunikation hat einfach nicht gestimmt. Nicht nur ich glaube, sondern ich weiß, dass meine Kommunikation nicht gestimmt hat. Ich war dort und habe wirklich so aus meiner Sicht erzählt, wie ich alles wahrnehme. Und das ist einfach, ja, es verändert eben auch nichts an der Machtstruktur, in der wir immer noch leben. Wir leben ja immer noch im Neokolonialismus. Und es ist eigentlich total frustrierend für Betroffene zu sehen, dass dann schon wieder eine damals 22-Jährige nach Malawi fliegt und sich da in den Vordergrund stellt. Und ich habe diese Wut auf jeden Fall nachempfinden können und habe das auch verstanden, wieso Menschen so frustriert waren und mich auch angegriffen haben. Es ist am Ende aber wahrscheinlich schwer, es allen recht zu machen, ne? Weil wenn du auf deinem Insta-Kanal nur Beauty-Sachen postest, dich zu keinen gesellschaftlichen, sozialen Themen äußerst, Charity komplett außen vor lässt, dann werden ganz viele Leute sagen so, was ist denn los mit der? Wieso kann die ihre Öffentlichkeit nicht für gute Sachen nutzen? Wenn du sie für gute Dinge nutzt, dann wird es immer so sein, dass entweder Leute sagen, das ist nicht genug oder es ist in der Umsetzung scheiße und so. Also du bist immer auf so einem ganz, ganz schmalen Grat von hier nach da. Also wie gehst du damit um? Kann man Dinge lernen? Machst du da Training dann oder klammerst du Sachen aus und sagst, nee, mache ich einfach nicht mehr, kann ich nicht?
Momentan bin ich auch in so einer kleinen Umpositionierung gefühlt. Deswegen poste ich enorm wenig, fast gar nichts, auch in meinen Stories. Mhm. Weil ich schon merke, ich verändere mich selbst und ich begebe mich auch in ganz andere Räume mit ganz anderen Menschen und ich versuche meinen Horizont gezielt zu erweitern, eben weil ich nicht nur Beauty, Fashion und Lifestyle auf meinem Instagram zeigen möchte, sondern auch wirklich Dinge, die unsere Gesellschaft verbessern. Und wenn man aktivistisch aktiv ist, dann muss man eben extrem darauf achten, dass man nicht rassistische Dinge reproduziert oder Dinge macht, die eigentlich nur schaden. Und es ist total schwer und ich glaube, da habe ich halt das Problem, dass ich so viele Follower habe. Aber andererseits finde ich es gut, dass alles so kritisch betrachtet wird, denn dafür bin ich auf jeden Fall also ein Befürworter. Denn wenn wir alles einfach so hinnehmen, wie es uns von erfolgreichen Menschen erzählt wird, dann verändert sich ja auch nichts. So kann man es halt auch sehen, dass du natürlich auch eine Diskussion angestoßen hast. Ne? Mhm. Also viele Leute haben sich Gedanken darüber gemacht und sich dann geäußert, die vielleicht vorher noch gar nicht so drüber nachgedacht haben. Vielleicht das erste Mal in ihrem Leben von Malawi überhaupt gehört haben. Mhm. Also insofern ist es, glaube ich, immer gut und wichtig, erstmal irgendwas zu tun. Das heißt, du sagst nicht, ich habe jetzt da keinen Bock mehr drauf, weil es ist jetzt, kommt nichts zurück, außer Kritik. War das eine Überlegung, dass du sagst, dann gut, dann lasse ich es halt? Nein. Ich habe ja immer noch gesehen vor Ort, dass Geld wirklich nötig ist. Und wir haben ja auch 140.000 Euro spenden können. Deswegen, ja. Es war am Ende immer noch ein großer Erfolg. Die Kritik war da und ist auch immer noch da und ich habe mich mehrmals entschuldigt dafür und es ist jedem freigestellt, das anzunehmen oder nicht, aber es war für mich nie überhaupt in Gedanke, das dann einfach fallen zu lassen, sondern ich mache das jetzt auch, in die nächsten Jahre sind auch sicher, denn wir können was bewegen und wir können was verändern und wenn ich dafür Kritik bekomme, wenn ich einen Fehler mache, dann ist es auch gerechtfertigt. Hast du manchmal das Gefühl, dass du zu reflektiert für die Branche bist, dass zu viel passiert in deiner Birne? Es passiert enorm viel in meinem Kopf. Und ich glaube, das ist auch so der Grund dafür, wieso ich mich so oft verspreche und so oft nicht wirklich konzentriert bin, weil wirklich so viel Reflexion stattfindet und so viel ich analysiere alles und alle Menschen um mich herum. Das habe ich tatsächlich auch erst seit der Depression, muss ich sagen. Das ist mir auch aufgefallen. Aber vielleicht bin ich auch gerade so in dieser Phase, wo ich super reflektiert bin und vielleicht brauche ich das auch zum Erwachsenwerden. Ich bin ja erst eine junge Frau und finde mich jetzt erst selbst und merke erst, das finde ich toll und das finde ich scheiße. Und ich glaube, das braucht einfach noch ein paar Jahre. Und da ist es schwer, in der Öffentlichkeit zu stehen, muss ich sagen. Wie schützt du dich selber? Weniger Social Media, weniger Presseartikel lesen über mich, sondern einfach da sein, mit dem Hund spazieren gehen, im Wald, in der Natur sein und Menschen um mich herum haben, die eben nicht von mir profitieren und nicht nur etwas von mir haben wollen, sondern einfach auch da sind, um Gespräche zu haben und mich so mögen, wie ich bin. Ich hoffe sehr, dass sich die Leute lassen, so zu sein, wie du eben bist. Danke. Vielen Dank. Danke. Wow. Sorry, das wurde jetzt irgendwie total deep. Pff. Ja, das ist ja genau das. Vielen Dank. Gerne. Ciao.